Ми п'ємо на Альтенмаркту Мюнхен-Ладбахі за перемогу України. Але не перемогу у матчі, а перемогу у війні. Це головне. Ми не в Україні. Слава Україні! Героям слава! Es gibt nur eine Borussia, eine Borussia, Borussia Mönchengladbach, VfL. Wir befinden uns in einer Kultkneipe in Mönchengladbach, Mana Mana. Na, 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 na. Wir sind zu zweit, waren wir hier, der Kollege aus Hannover und ich komme aus der Schweiz. Und wir haben hier, sind wir zufällig nach Mönchengladbach gekommen, auch wegen dem Verein, weil wir den so mögen. Und haben eine Fußballkneipe aufgemacht. Also, okay. Und dann kommen die alle Schweizer mit Jörg Stiel und so weiter, die kommen alle danach. Die und kommen schon mal hierhin. Ja, da war so natürlich als Schweizer. Chaka und alle, ne? Genau. Und das ist auch cool, wenn dann Schweizer natürlich auch die eigenen Leute hier zu begrüßen, oder? Ja, das ist immer schön, ja. Waren auch Ukrainer. In der Geschichte von der Borussia war Andrei Voronin, der hier damals auch angefangen hat. Ja. Der war, glaube ich, sogar noch hier in der Jugend, hat er gespielt und hat hier quasi seine Karriere begonnen. Und für mich ist das war natürlich, wow, Hammer. Borussia spielt gegen meine Nationalmannschaft in so einer schwierigen Zeit. Mhm. Wie ist das eigentlich für dich oder für viele Gladbach-Fans? Ich weiß, dass die Freundschaftsspiele nicht so wichtig sind, aber hat der Spiel so eine Bedeutung? Ich glaube auch den Leuten zu zeigen, ne, dass Gladbach auch für die Ukraine da ist. Also ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der wird 2 Jahre alt und ich gehe viel mit ihm auf den Spielplatz und mir ist halt aufgefallen, dass schon viele Ukrainer hier sind. Also Mütter mit ihren Kindern auf dem Spielplatz spielen und dann zeigen wir denen halt auch, dann geben wir denen auch ein bisschen was. Ne? Dann können die nochmal ins Stadion gehen und dann zeigen wir auch der Welt, Mönchengladbach hält halt auch zur Ukraine. Slava Ukraine! Heroi Slava! Зараз я знаходжуся біля стадіону Borussia Park, де Borussia Mönchengladbach буде грати з моєю національною збірною України. Для мене це такий символічний матч, тому що я приїхав у Німеччину саме у Mönchengladbach, і це для мене така символіка, що не передати. Але дуже потрібно бути усім разом, і це головне у цьому матчі. У мене Geschichte, ich bin Ukrainer, lebe seit 23 Jahren in Deutschland. Gladbach ist meine Heimatstadt, so quasi hier. Für mich ist das unglaubliches Gefühl. Warum seid ihr heute hier und warum habt ihr ja so viele Nachwuchs mitgebracht haben? Ja, weil das ja den momentanen Zeiten angebracht ist und wir dachten, wenn wir mit den Jungs was Gutes tun, dann freuen sich alle, die können mal ein Spiel sehen, live und die kriegen wir sonst nicht so zusammen, dass wir die privat auch dazu bringen können, mit ins Stadion zu kommen. Aber ist das auch schön, auch so für Jugendliche, so ein bisschen mit, sagen wir, so ein Unterricht, ein bisschen, hat auch schon was mit so pädagogischem Antext? Natürlich müssen wir die dafür auch sensibilisieren und auch darauf vorbereiten, dass jederzeit überall sowas passieren kann. Und die müssen ein Gefühl dafür bekommen, dass wir das nicht tolerieren und dass wir in diesem Fall zur Ukraine stehen. Und ja, sozial engagiert sind. Бажаємо Україні сьогодні перемоги та найголовніше перемоги у матчі проти Шотландії. Так. Та найголовніше перемоги взагалі. Warum seid ihr hier heute? Ja, einmal, weil wir die Spieler natürlich stehen wollen und zweitens, weil wir die Aktion unheimlich gut finden und was Gutes mit tun wollen. Ми дуже вдячні за дружність та за підтримку Німеччини. Та це дуже приємно, що такі зрелищні видовища тут проходять. Ja, ich unterstütze die Aktion auch und finde das eine sehr gute Aktion von Borussia Mönchengladbach und man tut so ein bisschen was Gutes auch für die aktuelle Lage und findet sich hier zusammen und hat gemeinsam Spaß beim Fußball. Я болію за Україну. Все, що хотів сказати. Я навіть не можу це описати. Дуже хвилююся за нашу Україну. Wir wollen halt sehen, wie die Ukraine spielt gegen Gladbach. Und naja, das könnte ein spannendes Spiel werden. Ist das wichtig überhaupt, das Ergebnis bei diesem Spiel? Oder ist das Nein, also für mich ist das Ergebnis nicht wichtig, sondern das ist einfach, es soll ein faires Spiel sein. Es ist ein Freundschaftsspiel. Чому ви тут? Тому що наші дома розбили. Тому ми здесь, з Бучі. Да, і спасибо друзям нашим німецьким, які нас прийняли, допомагають, дуже гарні люди, дуже приємні і взагалі дуже атмосферно і дуже приємно, що такі матчі, як сьогодні, бувають. Ми можемо побачити один одного, бо ми дуже сумуємо за своєю рідною землею. А тут своїх побачили, да. аж сльози навертаються на очі.
Так. Слава Україні! Героям слава! І хочемо побажати всім миру, любові, добра. І щоб наші країни завжди дружили, завжди були разом, за єднання, за любов і за все добре. Ти маєш на увазі наша країна, Німеччина, Україна? Так. Вас Макс Дугойте, Олексій Гія. Ну, unsere Mannschaft unterstützen. Welche Mannschaft unterstützen? Ja, Borussia und Ukraine, ja, beide. Ja. Beide. Das ist auch meine Geschichte. Das ist cool, oder? Für uns als Gladbach. Ja, wir leben hier, also können wir beide Mannschaften unterstützen. Also wir sind froh darüber. Toll, oder? Das ist, könnte wir vorher nie glauben. Wir haben natürlich super Stadion hier, super Atmosphäre, können wir alles leisten. Mit dem Fahrrad gekommen, viel trinken und nach Hause fahren. Тут бачу тут хлопців, з якими я на проєкті UA Support познайомився. Це два харків'янина і один з Білорусі. Я, чому ви тут, хлопці? Підтримати Україну, підтримати своїх. По-перше, це благодійний матч, тобто гроші від цього матчу вони підуть на благодійність. По-друге, побачити своїх, підтримати інших і зарядити самому. Можна тільки приєднатися до вищесказаного, та ми хочемо підтримати нашу збірну, нашу країну. Ну і, звісно, поспілкуватися з однодумцями. Що не шаль, Гасто? Бо Гасто один. Der ganze Fond für 10 Euro. Ah, ja. Aber ist das, ja, ja. Ist das wichtig? Ist das ja, wichtig. Ja, was ist das für dich eigentlich, dieses Spiel? Du bist, ich sehe, du bist auch so ein alter Gladbach. Ja, für mich ist das ein Spiel, dass das Geld für Ukraine geht. Für eure Landsleute. Ja. Danke schön, das ist auf jeden Fall. Ich bin, guck mal, Gladbach ist meine wie Heimat. Ja? Ich bin hier gekommen vor 23 Jahren. Ja. Ich bin auch Unterstützer Borussia Mönchengladbach. Und jetzt kommt auch ukrainische Nationalmannschaft. Ja. Und ich sehe, dass du bist auch fast am Tränen. Stell mal vor, was. Ja. Was der Putin einfach ein Drecksau ist, ist für die Ukraine das für die zwei Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft. Доброго вечора, ми з України. Ми також з України. Чому ви тут? Чому ми тут? Такі обставини в нашій країні на даний час. І в першу чергу ми привозили сюди діток наших. В першу чергу. І чекаємо на те, що закінчиться скоро війна. Ми переможемо, обов'язково повернемося додому. Ну як от так, що сталося, що національна збірна приїжджає до Мюнхен-Гладбаха? Які у вас емоції? Це мій новий оператор. Може, я не можу їх передати словами. Це всі емоції, це їх не передати словами. Взагалі це так приємно, стільки багато українців, і ми чуємо свою рідну мову. Навіть сьогодні в супермаркеті підійшла моя племінниця, і в неї спитали на українській мові, а де тут горішки? Це так було приємно, і взагалі приємно дуже чути нашу мову, і ми дуже пишаємось нашою країною, ми віримо в те, що ми переможемо. Ми не віримо, ми впевнені в цьому, що ми переможемо, обов'язково. Все буде Україна. Все буде Україна. So, wir haben das schon von Anfang an verfolgt und waren auch gleich mit am Anfang dabei und haben jetzt drei Familien aufgenommen mittlerweile. Das ist bei uns sehr turbulent, weil wir auch gar keine Privatsphäre mehr haben, aber wir dachten, das ist eine Kleinigkeit gegen das, was die Menschen in der Ukraine erleben müssen und ihr Zuhause verlieren. Und für uns ist es eine Bereicherung. Wir lernen eine neue Kultur, wir haben so viel Spaß, wir feiern viel zusammen, wir kriegen neues Essen, wir bereichern uns gegenseitig. Ne? Es ist leider noch so, dass in der Stadt Duisburg es noch ein bisschen schwierig ist mit der Registrierung und es dauert alles für mich ein bisschen zu lange, weil die Leute wollen alle arbeiten und dürfen nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Auch was Wohnungssuche angeht, ist wirklich noch schwierig in Deutschland und das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen mehr von den Vermietern in den Vordergrund gerückt wird, weil das Sozialamt die komplette Bürgschaft übernimmt und da ja kein Risiko besteht. So, ich höre, dass du aus Duisburg bist, ja? Und ich wohne jetzt momentan auch in Oberhausen, spiele für Duisburg auch Baseball. Deswegen, ich lade dich herzlich ein, wenn du mal bei Baseball spielst, irgendwie vielleicht mit ukrainischer Familie kommst. Gerne, ja? gerne, sehr gerne. Слухайте, і от відпочиваємо трохи з думками, бо там у Україні, у нашій Україні дуже тяжко. Хочемо трохи підтримувати нашу українську збірну тут у Німеччині. Вони ще будуть грати кваліфікацію, то надіємо, що гарна гра буде. Так. Я чую по вашому акценту, що ви з Британії. Ні, я з Німеччини. Я народився в Німеччині і звідсіля підтримую Україну також. А звідки з Німеччини? У Кельні. У Кельні.
і раптом Кёльн, і Гладбах. Так, це гарно, гарно вдалося так. Так, і буває так. Я гадаю, що ви як з Кёльна не разу ще не були на Борусія Парк. У Борусія Парк ще не був, але вдома у нас у Кёльні вже дивився там проти Мюнхен-Гладбах. Це завжди така гарна гра. Так. Ну сьогодні перший раз і така... Так, перший раз у цім стадіоні тут, дуже гарно. Це... Також побачити. Побачити все, так. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Bald vorbei. Die ukrainische Nationalmannschaft führt 2:1. Und es wurde 22.500 dieses Spiel gesehen und fleißig gespendet. Und ich wollte euch auch, dass ihr auch mal spendet. Auch für guten Zweck. Und zwar ein guter Freund von mir aus der Ukraine, Baseballcoach aus Kharkiv, sammelt für 2 Helme für seine Lehrlinge, die jetzt gerade auf Front sind. Bitte auf diese PayPal-Konto überweisen und das spenden auf guten Zweck. Und ich wünsche euch alles Gute und Hauptsache Frieden. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Ох, ти наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. Данчер, ты где? Где Данчер? Где Данчер? Где Данчер?